Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Trek Online auf meinem neuen Kanal TimLP. Ja, wie gesagt, wir spielen halt Star Trek Online und mit dabei ist der Yannick. Hallöchen! So, wir haben gleich mal einen Fail gemacht. Und zwar hatten wir gerade die Charakterstellung gemacht. Ne? Wir hatten euch alles schön erklärt. Hier seht ihr nochmal übrigens mein Charakter. Yannick sein werden wir euch dann noch zeigen. Und totaler Fail, der hat das irgendwie im schwarzen Bildschirm aufgenommen. Ja, dann hatten wir jetzt halt Pech gehabt. Jetzt haben wir gesagt, gut, dann lassen wir jetzt die Charakterstellung. Ist eigentlich auch wichtig, aber ich sag jetzt mal ihr den Charakter, deswegen werde ich euch den jetzt hier gerade zeigen. Und ich habe gerade eine Nachricht bekommen, das ist super. Nein, das war der Blaze. 2007, da werde ich mal zurückschreiben. Entschuldigt. So. Und zwar zeige ich euch jetzt hier nochmal den Charakter. Hier seht ihr nochmal. Ja, schön Andorianerin genommen. Und die Uniform. Wartet kurz, Entschuldigung. So. Wie gesagt, ein Andorianer. Der heißt Florina. Das Schiff. Genau. Das geht jetzt. Brauchen wir noch nicht, weil wir sowieso Tutorial jetzt erstmal spielen. Und das machen wir auf jeden Fall dann, sobald wir da sind. Und dann würde ich sagen. Hier seht ihr jetzt auf jeden Fall, jetzt sind wir hier auf der Startfläche. Und. Also auf der Startwelt, das ist nämlich San Francisco. Yannick, Agent, San Francisco. Ja, das ist richtig, aber was ist hier in San Francisco, wo wir sind? Richtig, wir spielen die Sternflottenkarriere. Und wie gesagt, Sto wird jetzt unser, erstmal eigentlich das Hauptprojekt hier werden auf diesem Kanal. Es wird zwar auch Euro Truck Simulator 2 kommen, aber das ist das Hauptprojekt. Und. So, lieber Tim, da habe ich eine Frage. Soll ich dich gleich in die Flotte einladen? Das machen wir, würde ich sagen, nach einem Tutorial alles. Das zeigen wir den Leuten nochmal richtig. Denn der Yannick hat nämlich eine eigene Flotte, da werden wir eintreten. Einer der Gründungsmitglieder. Genau. Ist ja nicht nur meine Flotte, sondern die anderen. Ja, genau. Stimmt. Jedenfalls, ich spiele hier als Taktiker und der Yannick spielt Techniker. Und die Texte natürlich werde ich euch alle vorlesen. Das werde ich machen. Außer die hier, weil hier gibt es auch original vertonte. Die werde ich natürlich nicht vorlesen. Da werde ich bloß dann zeigen. Aber da lasse ich immer die Leute sprechen. Da würde ich sagen, mit Kadettin Eliza Flores sprechen. Ich werde auch nicht wissen, weil ich die Konzeption gerade. Na endlich! Ich habe schon fast gedacht, sie hätten vergessen, welcher Tag heute ist. Wie könnte ich? Ich habe mich doch jeden Tag des letzten Monats daran erinnert, haben Sie Ihren Auftrag? So. Ach, entschuldigt, ich muss das gleich nochmal machen, weil ich auf Option klicken wollte. Ich hätte gleich wieder einen Fail, weil ich euch mal die Stimmlautstärke ein bisschen lauter machen wollte. So, nochmal. Ist heute der Tag der großen Fails oder was? Ja, heute ist Tag der Fails. So, weiter. Das hatten wir uns ja gerade angeguckt. Jetzt, hier nochmal zur Info kurz zum HUD. Also, was ihr seht, hier sozusagen ist unsere Aktionsleiste unten. Wo wir sämtliche Sachen haben, wie zurzeit haben wir hier gerade Faustschlag, Handflächenstoß, drei Hyposprays und kardiopulmonale Wiederbelebung. Dann haben wir hier unseren Chat. Hier sehen wir unsere Person. Schilde sind blau und also die Gesundheit ist grün. Hier sehen wir unseren Rang, Kadett. Dann sehen wir, bis zur Stufe Lieutenant brauchen wir 6500 Fähigkeitspunkte. Hier sehen wir nochmal eine Anzeige, wenn man hier so einen Boost hat. Bei Rufmarken oder sonstigem haben wir jetzt zurzeit nicht. Wenn man auf Kadett draufklickt,
Dann haben wir so eine Liste, was wir alles bekommen, immer pro Level. Das aber, jetzt sind wir noch Kadett, da kriegen wir unseren ersten Brückenoffizier dann bald. Und Auszeichnungen, man kriegt hier XP nach Auftrag, bei Aufträgen. Das erklären wir euch aber mit Janik nach dem Tutorial, würde ich sagen. Hier ist unsere Map. Wenn wir auf M drücken, haben wir die nochmal groß. Auf U sehen wir unseren Charakter und das Schiff heißt übrigens USS Barabbas. Unser Oh, schöner Charakter, Name. ja. Unser Charakter. Wir, das erklären wir euch dann nochmal genauer. I-Inventar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Zum Rasik. Nee, Ach Raski. so, ich bin jetzt über der Zelle gewesen. Ja, dann, da können wir machen ein bisschen langsamer, bitte. Okay, ja. Nee, mit Rasik? Nee, das heißt doch Norkas. Na gut. Mein neuer Posten wurde mir noch nicht zugewiesen. Gut, jetzt sollen wir mit Tevrel sprechen. Ich muss leider nochmal die Lautstärke erhöhen, weil ich denke immer noch, das ist für euch ziemlich. Ich hätte auch auf Anwenden klicken müssen, ne? Noch ein Fehl. Na, heute ist Tag echt Tag der Fehls. Gut. Geht's weiter. Übrigens mit WASD ist die ganz normale Steuerung. Rennen tut man mit der unter der Feststelltaste, die Taste, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, sorry, aber mit der rennt man. Und ja, sprechen wir mit Kadett Tevuel. Raski sagte, sie wollten mir etwas sagen. So, hat er. But you saw that I was not at my best that day. My score increased by 12.8% on the second attempt, well within my standard norms. Now I am qualified to serve as both a science officer and a communications officer. Fortran would like to see you as well. He is ahead of us on the path. Live long and prosper. Gut, jetzt müssen wir mit Kadett Morek sprechen. Hier ist nochmal ein Hinweis für die Minikarte. Und habe ich ja gesagt. Und hier haben wir unsere Menüleiste, was wir so für Aufträge zurzeit haben. Ups, da hat sie eine Rolle gemacht. Sollte gar nicht. Wir gehen jetzt mal zu Morek. Wo bist du gerade, Janik? Bist du jetzt auch zum. Musst du jetzt auch zu Morek? Ich bin nicht gerade fertig. Gut. Muss man ein bisschen langsamer machen. Du rennst das Ding hier durch. Wir müssen den Leuten alles schön zeigen. Entschuldigung, ich habe dich schon mal gefühlt. We'll all be full-fledged ensigns. The buzz is, Captain Taggart hasn't named all of his senior staff yet. From what I heard, the advanced phaser training simulation is tripping people up. Danke. Jetzt müssen wir zu Lieutenant Ferrar lokalisieren. Und der gelbe Kreis zeigt uns immer, also hier der gelbe Kreis, wo wir hin müssen auf der Karte. Und hier hat man auch nochmal zusätzlich so eine Leiste mit dem Ausrufezeichen, wo man hin muss, weil die Leute haben immer ein Ausrufezeichen über dem Kopf, mit dem man sprechen kann. Dir ist bewusst, dass die I kein Ausrufezeichen ist, oder? Entschuldigung, aber auf der Leiste oben ist es ein Ausrufezeichen. Der Punkt ist oben, der beim Ausrufezeichen ist der Punkt unten. Ja, und wenn du guckst, guck mal oben in diese Leiste, wo du, wenn du dich bewegst, wo das mitgeht, ist es ein Ausrufezeichen. Aber mir das nicht. Okay, weiß ich. Also hier die Leute, ihr seht's ja. Ausrufezeichen. Das ist ein I, das stimmt, aber hier Ausrufezeichen. Good afternoon, Cadet. What can I do for you? Ich bin hier richtig für meinen Trainingsflug. Yes, I have the Genau, bin ich complete auch gerade dabei. Korrekt. Soll ich vorlesen? Florina. Du kannst nichts lesen, ja? Mal sehen. Hallo, hier ist ein Vermerk. Diese Folge will sich bei Captain Taggart vorstellen. Nee, nee, das sollst du nicht lesen. Du sollst bitte den Oh. gelben Balken lesen. Ach so. Ist das ein Problem? Weil was die sagen, das lasse ich denen, das lese ich nicht vor. Ach Weiter. so.
Gut. Jedenfalls, ja, hier sieht das Richtung, den Richtungsbalken nennt man das, aber der hat bei mir trotzdem ein Fragezeichen. Also ich glaube, von Englisch auf Deutsch übersetzen, das haben sie, glaube ich, auf jeden Fall die Google-Übersetzer machen lassen. Das weiß ich nicht, aber nicht viel vorstellig werden sollen. Ja, kann schon sein. Wie gesagt, nochmal kurz zum, also nochmal kurz erstmal zu unseren Personen. Haben wir jetzt noch nicht viel gesagt. Ich bin, wie gesagt, mein Name ist Tim. Wie man am Kanalnamen auch sehen kann. Und ich bin 15 Jahre alt, bin am 10.09. 15 Jahre geworden. Der Janik. Genau. Danke, Sir. Bitte, Sir. Bitte, Sir. Das haben wir jetzt bei Auswahl, und zwar dieser Kurs war meinem Verständnis nach optional. Ist wirklich so ein großes Hindernis, mein Verständnis nach hat ein Großteil der Klasse diesen Kurs nie absolviert. Wir nehmen jetzt mal die erste Antwort. Sagten Sie erster Offizier? I did. Like I said, I've been following your career here at the Academy. If you complete that program, I can put you on my bridge. I'll ask my tactical officer to set it up. Ihr taktischer Offizier, Sir, wer ist das? Another fine cadet like yourself. Her scores were almost as good as yours, but her record has a few blemishes. Still, I'm sure Cadet Flores will settle down and become a fine officer someday. Genau. I'll tell Flores to meet you out in the quad. Talk to her to start the phaser training, and I'll see you when you're finished. Jawohl, Sir. You're dismissed, Cadet. Jawohl, Sir. So. Wie gesagt, und wie vor habe ich jetzt Star Trek Online als Hauptprojekt zu machen, natürlich mit Yannick. Der wird immer dabei sein. Wir haben auch vor, irgendwann Gäste mit reinzunehmen. Ich denke mal, vielleicht so Folge 10, 11, 12. Mal gucken. Ich wirst du nicht mehr los. Yannick ist Standard. Der wird zum Standard-Inventar erklärt. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, noch vor, Euro Truck Simulator 2 zu machen. Captain Taggart wollte mich unter seinen Senior-Mitgliedern, aber ich musste das Phasetraining für Fortgeschrittene erst bestehen. Captain Taggart will mich zu seinem ersten ernennen, aber nur nachdem ich das Phasertraining für Fortgeschrittene absolviert habe. So. Wir sind übrigens die Klasse von 2419, glaube ich. Ja, glaube ich. Ich weiß. Werden wir gleich sehen. Gehen Sie voran. Jedenfalls, wie gesagt. Oh, drehst du? Einen Augenblick. Klasse 2419. Okay. I sometimes forget that Boothby is a hologram. He seems like such a fixture here at Starfleet Academy. Just sprint, tap the ship, the last one of the console buys the first round tonight. Ich bin eher an der Konsole. Ja, war ich auch. So. Halten Sie eine, haben Sie einen Tipp für mich? Ich bin unbedingt befehlen. Warte kurz, so weit bin ich noch nicht. Das erste, was dann kommt. Ja. Oder? Warte. Kadett, ich werde eine Phaser-Pistole benötigen. Was wollen wir nehmen? Auf geht's! Was hast du jetzt genommen? Ich habe jetzt genommen beim ersten das, was du vorgelesen hast, und beim zweiten das mit der Phaser-Pistole. Okay. Wie gesagt, Euro Truck Simulator 2 wird auch kommen. Ich denke mal, der Yannick wird vielleicht auch mal als, also weil ich werde mir auf jeden Fall Talkgast einladen. Weil Euro Truck weiß ich aber nicht, ob das jetzt, das wird vielleicht in 3 Wochen oder so kommen, schätze ich mal. Da, ich noch nicht weiß, wie genau jetzt das wegen der Grafikkarte auch wird. Weil bei Eurotruck wäre schon schön, wenn ich da schon ein bisschen bessere hätte.
Und weil das zu erkläre ich jetzt nur schnell was, weil ihr werdet sehen, die Videos werden zwar euch in HD angezeigt, sind aber nicht HD. Ich habe nur die Einstellung so eingestellt, damit die Qualität von der Grafikkarte noch ein bisschen mehr höher geschraubt wird. Und so ist die Qualität jetzt nicht so wie bei 360p. Also ich habe es mir erstmal eine angeguckt. Ich finde es eigentlich, also schrecklich finde ich nicht, aber ich finde gucken finde ich okay. Aber auf jeden Fall wird noch mehr rausgemacht. Wird noch mehr rausgeholt. So, jetzt können wir uns hier eine Pistole nehmen. Also ist ungefähr 350p oder was? Nein, du kannst, aber wenn du auf HD klickst, dann sind es vielleicht, naja, ich kann jetzt nicht genau sagen, was für P, aber es sieht auf jeden Fall, es ist halt nicht so verpixelt. Das ist, wie gesagt, das müsst ihr euch dann mal angucken, wenn es dann soweit ist. Und, ja, wie gesagt, das ist jetzt zuerst mal das Ziel. Janik, mit dem Programm bitte noch nicht beginnen. Und ich bin damit schon fertig. Nein, dann warte mit dem Programm, dann mache ich das noch schnell, dann warte dann bitte. Hast du deinen Zuschauern denn überhaupt schon die Steuerung erklärt, oder soll ich das mal machen? Die Steuerung habe ich ja gesagt, mit WASD lauft ihr, mit Leertaste springt ihr, rennt tut ihr mit Umschalttaste, jetzt habe ich das nämlich wieder, dann mit Waffe ziehen, mit H, und dann, genau, B, kann ich euch auch mal zeigen hier, Ego-Shooter-Modus, ich komme mit dem aber nicht so gut klar. Wenn ihr dann kämpfen wollt, klickt eine Person an und drückt auf 1, dann aktiviert ihr, seht ihr hier unten, den ersten Angriff. Man kann auch Variablen mit der Maus draufklicken, unten auf das Symbol. Genau, aber das ist, rate ich euch nicht. Genau, später bei den Leveln, wo die Gegner schwieriger sind, muss das ein bisschen schnell gehen. Und dann hat H, könnte den Phaser auch wieder wegstecken. Ja. Dann Simulation beenden. Janik, noch nicht weitermachen, wenn du die beendet hast, ja? Ja, ich stehe vor Captain Taker, das mache einfach gar nicht. Genau, wie gesagt, das ist jetzt erstmal die Grundsteuerung. Schiffssteuerung kommt dann noch. Und, ja, wie gesagt, mit der Qualität, guckt es euch an. Dann noch, habe ich bloß sozusagen zum Eurotruck, werde ich mir auf jeden Fall dann Talkcaster einladen. Ich habe da schon so ein paar im Hinterkopf. Wir werden über ein paar Themen quatschen, vielleicht auch mal über ein Spiel. Wie gesagt, das werdet ihr ja dann alles erfahren. Ach, kann ich raten, ich bin einer deiner vorgestellten Leute. Auf jeden Fall, der Janik wird auch nochmal dabei sein. Der wird zwar da nicht als Stammgast sein, ich hab auch noch viele andere im Kopf. Lasst euch da einfach mal überraschen. Also zu viel von mir auf deinem Kanal wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel. Ja, also Store auf jeden Fall, Eurotruck wird auch mal ein bisschen dabei sein. Ich habe auch noch ein paar Klassenkameraden, die ich wahrscheinlich mit einladen werde. Wie gesagt, das ist jetzt so, was ich vorhab mit dem Kanal. Mit der Qualität, wie gesagt, das wird noch verbessert. Und ja, das war soweit erstmal Upload-Plan. Ich habe eigentlich vor, zweimal die Woche Sto und zweimal die Woche Eurotruck zu bringen. Jetzt wird es erstmal nur zweimal die Woche Sto geben. Flottenvorstellungen sind geplant, da noch ein paar andere Projekte. Da lasst euch einfach mal überraschen, was noch kommt. Livestreams sind erstmal nicht geplant. Ganz einfach, weil ich da noch ein bisschen was machen muss. Und wir müssen erstmal etwas größer dafür werden. Genau. Ich sag mal so, vielleicht als 100-Abo-Special vielleicht ein Livestream. Ich kann es nichts versprechen. Dann glaube ich mehr denn hier, dass wir Livestreams machen können und wenn man nicht. Aber ich muss euch sagen, ich kann euch das mit dem 100-Abo-Special nicht versprechen. Da, wegen Leitung. Ich wohne auf einem Dorf, sage ich erstmal. Da ist es auch mit der Leitung nicht immer super. Zurzeit wird dran gearbeitet, dass vielleicht eine bessere Leitung kommt. Dann werden Livestreams für mich auf jeden Fall kein Problem sein. Dann werden auch auf jeden Fall welche kommen. Aber, ja, wie gesagt, das ist so, was ich jetzt vorhab. Und der Yannick, zu dem will ich auch noch kurz was sagen. Und zwar, ich schätze mal, so einen Monat, anderthalb hat er auch vor, mit Videos zu machen. Kann auch 2 bis 3 Monate. Genau, oder 2 bis 3 Monate. Also ich schätze mal auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres. Schätze ich jetzt mal. Oder kannst du ja auch nochmal was dazu sagen vielleicht? Ja, also sobald ich halt Zeit dafür finde. Genau. Wieder eben auch etwas beschäftigter, das ist so, wie immer Zeit dafür finden. Weil YouTube-Kanal muss man ja schneiden, aufnehmen. Ja, Spiele, muss ja mehr als gut, das Schneiden muss ich jetzt, also gut, das muss ich dann machen, wenn im ungefähr 2 Monaten oder Anfang nächstes Jahres mein Kanal-Trailer kommen wird.
Dann werde ich es brauchen, aber da ich ja mit Open Broadcaster aufnehme, brauche ich das nicht kodieren oder sowas. Ich schicke das sozusagen gleich auf YouTube hoch. Und deswegen, das ist relativ einfach. Aber gut, der Yannick auf jeden Fall, ich denke mal, er wird dann nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwann mal dabei sein und selber aufnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Daumen hoch, einen Kommentar. Ich würde freuen, genauso wie Kritik bei Sto, wie gesagt, ein Jahr, ich bin jetzt auch nicht der Damage, ich habe mich da auch mit noch nicht so viel befasst. Wenn ihr irgendeine Kritik habt, wenn ich mal bei Sto was falsch gemacht habe, schreibt es mir. Wenn ihr eine vernünftige Kritik habt, werde ich sie mir auch annehmen. Schreibt die in die Kommentare, ich werde sie mir angucken. Und dann, wie gesagt, Daumen hoch, ein Abo wäre schön. Wenn ihr einen Daumen runter gebt, wäre es schön, wenn ihr eine Begründung schreibt, warum ihr den runtergegeben habt. Und ob's halt eine generelle und eine umfassende Kritik. Genau. Was wir können, was wir gut gemacht haben. Genau, genau, so eine Kritik. Damit, wie gesagt, mit der Qualität, das weiß ich selber. Da muss auch gearbeitet werden. Es wird auch wahrscheinlich noch ein Mikro kommen, also ein Mikro, nicht Headset, ein besseres wie jetzt. Deswegen, lasst euch da mal, ich muss gucken, wie gesagt, als Schüler muss ich das auch alles hart ersparen. Weihnachten ist schon eigentlich eingeplant für was anderes, deswegen wird da wahrscheinlich nichts kommen, aber ist, wie gesagt, ich lasse mir da noch was einfallen. Auf jeden Fall versuche ich, dass ich spätestens bis nächstes Jahr September, es ist jetzt zwar ein Jahr, ich weiß, es hört sich lang an, aber spätestens bis dahin versuche ich auf jeden Fall, die Grafikkarte hochzukriegen, auf, dass ich wirklich die auf HD senden kann. Ja, alles auf HD seht. Vielleicht auch mir Fraps noch zulege. Das werde ich sehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal so das erste Video von STO. Wie gesagt, Daumen hoch wäre schön, Abo wäre schön. Kritik immer super. Daumen runter, wenn das Video euch nicht gefallen hat, ist auch nicht schlimm. Aber dann hätte ich, wie gesagt, wirklich eine Kritik, gerne Begründung, warum. So, dann wäre es das für heute, für den ersten Part. Der wahrscheinlich morgen kommen wird. Der wird morgen kommen. Dann von meiner Seite, ich verabschiede mich für heute und sage tschüss. Auf Wiedersehen und lebe lange und in Frieden. Auf Wiedersehen, tschüss.